So, hallo zusammen. Hat sich ja heute ein bisschen was getan im DAX. Erstmal schauen wir nochmal über die Woche, was wir so vermutet haben oder angesagt haben und wie gut das funktioniert hat. Schaut am Dienstag, ist ja diese Sache gemacht worden mit diesen, wenn der Markt eben runterfällt und fängt an und macht hier solche Flaggen oder solche seitlichen Kanäle mit Eröffnungslinien, ja. Sieht man schön, dass hier die Vermutung war bei der Analyse. Hier ist der Triggerpunkt. Ne? Das war hier in dem Bereich, der schießt hier unten durch, zieht durch. Ne? Setzt dann an und geht eben zu dieser erwarteten B-Eben hier hoch. Ne? Leider nicht als 1, 2, 3, 4, 5, sondern als ABC nur. Aber man merkt das eben rechtzeitig, indem er eben anfängt nach oben zu schleichen, wie man hier sieht. Ne? So, und da er nach oben geschlichen ist, das ist jetzt mal die Analyse von gestern, die so dabei gepackt hat, sieht man hier eben schön, hier bildet er die nächste Flagge auf. Das hat einfach nicht das Potenzial, um hochzukommen. Wir nehmen an, irgendwo muss hier noch dieses B existieren. Er macht dieses B unterwegs, also sprich heute Nacht irgendwann, zieht er eben hier oben hin. Also im Grunde genommen können wir das hier hinsetzen. Und er fängt an mit der Triggerlinie und schießt hier durch. Wie eigentlich vermutet, er kommt hier durch, setzt in diesem Bereich irgendwo auf, macht den Rücksetzer, geht wieder hier oben an die Linie dran, ne, macht hier den Rücksetzer an der Stelle und fängt dann an und geht aber nicht hier hoch, sondern taumelt wieder seitlich. Und wie gepostet, hatten wir hier die nächste Triggerlinie. Ja, und es ist einfach, er sagt alles, er macht alles mit Ansage im Moment. Er bricht die Triggerlinie und schießt nach unten dermaßen weg und kommt aber in unsere Marke. Also hier in dem Bereich des Kanals, den wir vermutet haben. Und hier, ganz wichtig, unsere Linie, der im Moment ein Pullback ist. Schlägt hier auf und zieht erstmal nach oben raus. Jetzt haben wir mehrere Sachen hier. Wir hätten hier einen Kanal, den legen wir gleich mal an. Und wir haben wirklich die ersten richtig guten Anzeichen, dass es jetzt hier weiter rausgehen kann. Sag, man zieht es an der Zeiteinheit, die haut in etwa hin. Ne? Diese 161 von dem Gesamtaufstieg. Das heißt, die Chancen stehen jetzt gut. Wer hier unten möglicherweise reingekommen ist, der steht im Moment gar nicht mal so schlecht. Ne? Durch die Überlappung von dieser Geschichte, ist erstmal auszuschließen, dass das jetzt direkt in dem Zusammenhang mit dem Vorschuss stehen könnte. Es sei denn, er macht hier eine Ending Diagonal, was wir eben abwarten müssen. Wir müssten jetzt eigentlich irgendwo drauf warten. C. Korrektur möglicherweise. Das hat nicht ganz so funktioniert, war aber egal, weil er uns das aufgezeigt hat. Und zwar bauen wir uns einen Kanal. Der in etwa hier sitzt, die Tiefs, das Hoch hier irgendwo, ne, wir sehen es, heute im Laufe des Tages ist er nochmal dran gestoßen und dann geht die Luzi ab und jetzt ist abzuwarten, ob dieser Kanal fällt. Also man kann das durchaus hiervon abhängig machen, wenn der Kanal nach oben bricht, könnte es jetzt demnächst wieder nach oben weiter rausgehen. Es sind alle Voraussetzungen erfüllt. Und jetzt heißt es abzuwarten. Und das ist jetzt ein Trade, den kann man durchaus länger laufen lassen. Also wir müssen hier nicht, ich habe heute alles gut verdient. Ich habe irgendwo hier oben Shorts gemacht. Ich habe hier Longs gemacht. Ich habe immer kurz laufen lassen, habe wieder geschlossen, das Ganze angeguckt, habe hier den Ausbruch kurz gehandelt. Ne, auch nicht so weit, war sehr
habe verwirrt, dass es doch so schnell so tief gegangen ist. Deswegen, ich habe das nur mitgenommen und das war die ganze Geschichte. Aber sowas hier, wenn hier was rauskommt, ist das übergeordnet, kann durchaus, wenn man sieht, angenommen irgendwo 13,934, dass wir hier weit hochkommen, durchaus 1000 Punkte irgendwo in der Richtung. Wenn alles klappt. Also die Wahrscheinlichkeit ist gegeben. Wir müssten jetzt aufpassen, wie schnell der hochzieht. Ne? Zieht er schnell hoch oder macht er nur ein ABC? Das ist jetzt alles Sache der Beobachtung. Fakt ist, wenn alles passt, ist das eine 3. Und die ist schnell. Bedeutet für alle, die versuchen, ab irgendeinem Punkt hier gegen zu handeln, das könnte wehtun. Daher vorsichtig sein, wie gesagt, absichern. Und wenn er dann anfängt und zieht hier oben über den Trigger dann hinaus, wird er wahrscheinlich noch viel schneller. Einfach aus der Tatsache heraus, dass wir hier eine 3 haben können. Nichtsdestotrotz sollte man das trotzdem dran festmachen, ob dieser Kanal hier nach oben bricht. Weil er durchaus auch das Potenzial hat, über einen anderen Zusammenhang, den ich später mal erläutern werde, dass wir hier oben irgendwo angekommen sind und dass er erstmal hier unten weiter nach unten. Das müssen wir jetzt aber aufpassen. Also wie gesagt, Long suchen nach Bruch des Kanals. Ansonsten wieder abwarten. Ja, im Moment muss man einfach nur zugucken, was er macht. Also sprich, er zimmert uns irgendwas hin hier und wir steigen dann einfach nur drauf ein. Ich werde versuchen, es rechtzeitig irgendwo zu posten. Habe ich heute ein paar Mal gut geschafft. Meine Meinung dazu gepostet, dass wir hier eben durchbrechen können. Also sprich, die Linie hatte ich mal gepostet. Waren auch andere dabei, die das gesehen haben. Es war so offensichtlich, ich glaube, ich habe es 3 oder 4 Mal im Forum gelesen gehabt, dass hier was kommen muss. Dass es so schön und stark gekommen ist für die, die dabei waren. Gratulation. Mir haben hier ein paar Punkte gereicht. Ich musste dann auch später noch woanders hin. Deswegen einfach mal schauen, was er morgen macht. Ne? Alles klar. Ich wünsche euch einen guten Handelstag. Auf Wiedersehen.